Er guckt mich an! Oh mein Gott, was ist das für ein Versteck? Hallo Leute, Crymax hier und heute gibt es wieder eine weitere Episode von Hide and Seek in Fortnite und ihr könnt schon sehen, mit den neuen Luftballons sind heute mit dabei Skidmave! Hallo, ich wollte geh da runter Ballon. Jetzt, Junge! Ich wollte einen roten Ball! Geh da runter jetzt! Und dann ist da noch Wave HD! Was geht ab, Leute? Nochmal Glück gehabt, hier bist nicht geflogen, hier ist Luftballonverbot! Und dann ist da noch Dicking? Der ja, Kick, hallo! Ey, da ist er ja! Ey, hier wird nicht geflogen, Junge! Runter da! Ich zerschieße die Luftballons. Ich zerschieße deine Luftballons. Ich bin weg. Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Ja, meine Freunde, ich denke mal, für Hide and Seek brauche ich nicht extra einen Erklärungspart suchen und verstecken. Ihr wisst alle, wie es funktioniert. Wir haben auf jeden Fall heute die neuen Luftballons am Start. So sehen die aus, um euch das mal zu zeigen. Ihr könnt ja richtig viele auspacken, bis zu 6 Stück. Und dann geht's ab nach oben. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz noch, wie das aussieht, wenn man diese Luftballons kauft oder findet. Dann sind die nämlich hier in so einem Luftballonpaket drin. Oh, ich habe gar kein Holz mehr. Kann mir jemand Holz geben? Dann sind die nämlich in so einem Paket hier drin. Also ihr kauft so ein Pack von Luftballons. Danke dafür. Und dann habt ihr Luftballons. Heute, wir machen wie gesagt eine Special-Episode in Hide and Seek mit diesen Luftballons. Und zwar, Leute, hört mal ganz kurz zu. Hört zu, wenn ich die Regeln sage. Zuhören, Leute. Ey! Und zwar ganz normal ist in dem Sinne eigentlich Hide and Seek. Das heißt, die Jungs müssen sich verstecken. Ich suche die. Nur ich habe einen Luftballon-Choker. Und zwar, wenn ich zum Beispiel sage, ey, Arrive, pack mal deinen Choker aus. Da muss er nämlich den hier machen. Und dann ist natürlich für mich einfacher, die Jungs zu finden. Aber ich würde sagen, damit sollten die Regeln klar sein. Vergesst jetzt auf jeden Fall nicht, dem Video eine Bewertung dazu lassen. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Leute, schließt euch der iCrymax Army an und dass wir zusammen noch die 1,5 Millionen Abonnenten erreichen. Und dann würde ich sagen, ihr habt eine Minute Zeit. Versteckt oder nicht, let's go. Ihr seid ihr alle versteckt? Ja. Okay, dann würde ich sagen, versteckt oder nicht, ich komme. Woo! Ich komme angeflogen mit den Luftballons. Okay, meine Freunde, die Jungs sind versteckt. Und ich würde sagen, werde mir meine Luftballons. Ich sehe dich. Ey, hör auf mit dem Psycho spielen. Ich werde mir meine Choker auf jeden Fall alle gut einteilen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal ganz systematisch vor. Oh, hier ist noch ein Pack Luftballons. Warum bist du jetzt bei meinem Laden? Ja. Ich sehe dich. Wie kannst du mich sehen? Okay. Das willst du gern wissen. Wo bin ich gerade, hä? Wo bin ich gerade? Du bist gerade in dem Laden. Ja, und wo in dem Laden? Linke Seite. Falsch. Was? Ja, du kleiner... Aber ich hab dich reinlaufen sehen, ja, das reicht. Kleiner Blöffer, Alter. Jetzt noch keinen gefunden. Bis jetzt haben alle eigentlich ganz ordentlich Verstecke. Ich komme. Das Ding ist, du wirst mich sowieso nicht finden. Oh, ich kann dich sehen, Max. Warte mal ganz kurz. Einer da hinten... hat gerade einen Fehler gemacht. Irgendeiner hat da gerade einen Fehler gemacht. Was denn? Was denn für ein Fehler? Max, warte mal. Weil seit wann können sich Büsche bewegen, Junge? Bruder, ich sehe auf einmal zwei Büsche hier so nebeneinander und dann gucke ich nochmal und auf einmal der eine Busch ist weg. Nein. Junge, Alter. Als ob. So. Aber Max, jetzt sehe ich dich wieder. Warte mal, ich schau erstmal nochmal nach Lukas, weil der meinte ja. Er hat hier Steps gehört. Guten Abend. Ahmed. Hm? Siehst du mich? Nee. Hallo. Ich muss mir meinen Choker auf jeden Fall gut einteilen. Hallo. Ich darf ja einmal pro Person den Choker benutzen, oder? Das ist richtig. Ist hier einer drin? Nein. Max, halt ist schon kalt gerade. So. Echt? Keine Ahnung. Ey, Mann. Okay, weißt du was? Ich würde mal behaupten, Lukas, setz mal bitte deinen Choker ein. Max, was stehst du da so rum vor Bist dem Einsichtladen? Warte. Okay. Lukas, setz mal deinen Choker ein. Platzen lassen oder nur rausholen? Rausholen? Hab. Okay. Max steht vom Fischladen und rum. Hast du nichts gehört, Max? Doch, ich hab's gehört, ja. Aber Max, kannst du bitte in die andere Richtung gucken? Jetzt fuck mich mal nicht ab, Mann! Jetzt geh doch nicht in den Fischladen rein gleich. Einfach kalt gerade draußen. Dann mach den Luftballon kaputt. Okay. Das, du wirst aber hören, leise! Ah ne, der Blatt. Doch jetzt. Hast du gehört? Ja. Boah, ist mal laut. Mal noch einmal. Ey, er muss hier sein. Er steht vor den Kanus. Lass es, Lukas. Was? Wo ist er denn, der Wife? Ist er in dem Haus? Ist er hinterm Haus? Nein! Hä, Digga, ich check nicht. Ja, brauchst jetzt da nicht zusammen mit Kidmave rumsteppen, mein Lieber. Oh, jetzt schießt er auch noch auf Kidmave. Au! Mal leise. Sorry. Leise. Was wieder mit dem Luftballon? Das war ich, mein Lieber. Hä? Ey, ohne Spaß. Was hast du bitte für ein Versteck?
Tier. Ey, das kann doch nicht sein. Pass auf, ich gebe dir mal einen Tipp. Ich habe insgesamt zwei. Jetzt kriegst du den ersten. Und zwar bist du schon an mir vorbeigerannt. Unter anderem gerade. Lachkick. Was? Bruder, wo bist du versteckt? Jetzt guck nach Richtung Tür, jetzt guck nach Richtung Raum, in der Tür, Raum, Raum. Er guckt mich an! Was? Was? Soll ich mal Luftballon rausholen? Mach mal bitte. Nein, Digga! Nein! Oh mein Gott! Ich schwöre, ey, das ist ein krasses Versteck. Ich wusste gar nicht, dass man hier dahinter kann. Ja, Mann. Oh mein Gott! Okay, das war wirklich schon ein krasses Versteck. Max, warum geht's wieder aus dem Laden? So, und Dicking? Ja. Mach mal deinen Luftballon-Joker, Dicking. Okay. Oh, sein Versteck ist schwer. Max, Digga, lauf doch nicht beim Laden rum. Jetzt läuft er zum Taco-Laden. Okay, warte, ich lass mich jetzt nicht irritieren. Ich gehe einfach mal weiter meine Route. Werd einfach weiter. Ah, läuft er zum Basketballfeld? Ja, es wird wärmer. Es wird warm. Hier in dem Bereich war ich nämlich noch gar nicht. Es wird auch wärmer gerade. Wir müssen ihm jetzt ein paar Tipps geben, sonst dauert es. Alles so gut, alles gut. Oh. Ja, wobei, es geht noch. Ich hab was gehört, Aber mehr sage ich jetzt nicht mehr. Ich hab was gehört. Was steppst du so laut? Digga, kill me, Mann! Was denn? Ich steh einfach nur rum, der schreit mich an. da hat er sich gerade verraten. Da habe ich den Luftballon durch die Decke. Hey, brauchst gar nicht abhauen, du kleiner Paulberger. Brauchst gar nicht abhauen. Wo ist er denn jetzt hin? Ich bin's nicht. Wir sind nicht im Haus. Du kleiner Paulberger. Er läuft den Raum rein, du läuft da raus, sieht mich nicht. Doch, Digga, ist mir erst danach bewusst geworden. Hier, meine Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt alle gewonnen. Lukas hatte wirklich ein krasses Versteck. Okay, meine Freunde, Runde Nummer 2 von Hide and Seek. Diesmal ist Dicking der Sucher und ich darf mich mal mit den neuen Luftballons verstecken. Schreibt auf jeden Fall auch mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesen neuen Luftballons haltet. Ich finde die auf jeden Fall ziemlich witzig. Ist eigentlich schon, kann man sich fast vorstellen, wie ein bisschen eigentlich wie Chatpack funktioniert. Ja, ne? Man kann ja immer so ein bisschen höher gehen. Okay, Dicking, bist du weg? Siehst du uns nicht? Ich sehe euch nicht. Okay, jetzt brauchen wir wirklich ein krasses Versteck, meine Freunde. Oh, warte, ich habe eigentlich eine ganz gute Idee. Mit meinem Skin. Na? Denkst du, ist das hier gut, Kidmave? Boah. Nee, du musst wieder nach da hinten rein. Ja, aber geht leider nicht. Ah, schade, das wäre krass gewesen, wenn das geklappt hätte. Ah, ich brauche ein Versteck. Naja, ich bin noch nicht so... Ey, nein! Hey, geh weg! Ist ja gut. Alter! Junge! Vor allem, du kannst einfach rum. Guck! Okay, ich geh mal hier noch so hier hin. Aber ey, lass mal bitte sagen, ohne bauen. Also auch der Sucher jetzt nicht okay, bauen, okay? Okay, der Sucher darf jetzt nicht bauen, okay? Was heftig. Also nur normal suchen. Okay. Junge! Oh mein Gott, was ist das für ein Versteck? Oh Junge. Mein Gott, was ist das für ein Versteck? Ohne Spaß, Leute, das geht nur mit den neuen Luftballons. Ach du Scheiße. Okay. Guck mal, wo die hängen, Mann. Alter. Was für ein Versteck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Lukas, hey, Lukas, wohin? Nix. Geh da weg. Jungs, spazieren. Der sieht dich doch da. Geh da weg. Der sieht dich doch da. Okay, ich komm wieder zu dir. Alter. Man hat hier einfach die Übersicht. Man kann nach draußen gucken. Guck mal, wie er da hängt. Alter, kriegst du das hin da oben? Brauchst du noch mehr Luftballons, Max? Ja, alles gut, alles gut. Wo könnt ihr nur sein? Ich weiß es gar nicht. Ey! Was? Junge! Weg da! Ah! Ah! Ah, das ist gebunden! Luftballons! Luftballons, eins! Ah, wo ist los, Bruder? Nein! Wo ist los? Du kriegst mich niemals! Nee, was kriegst du mich? Wuhu! Geronimo! Oh. Oh mein Gott, Leute, okay. Ey!
Lol, Alter, wie das aussieht, wenn Kid Wave hier. So, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, das soll es von dieser Episode von Hide and Seek mit den neuen Luftballons gewesen sein. Ich hoffe natürlich mal, es hat euch gefallen. Schreibt mal in den Chat, wollte ich schon sagen, in die Kommentare, wie ihr die Verstecke fandet mit den neuen Luftballons oder wie ihr generell die Luftballons findet. Und dann das würde ich mir natürlich immer darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lassen würdet und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Checkt gerne noch die Jungs in der Videobeschreibung aus, dann würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute, euer Crymix. Ciao.